Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Zehntausende wackere Genossinnen und Genossen sind überglücklich, dass sie an diesem Jahrtausendprojekt teilhaben und den großen Kommandanten stolz machen dürfen. Genau. Zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 bei mir hier beim Opa Gamer. Schön, dass ihr reinguckt. Und wenn es euch gefällt, dann gerne ein kostenloses Abo oder ein Däumchen oder ein Kommentar. Würde mich freuen und hilft ein wenig hier bei diesem Kanal, diesen Kanal etwas voranzubringen. Also 100 Stahl, genau. 100 Stahl und Mitarbeiter. Wie ich ja schon mal erwähnte, ich spiele ja die Kampagnen hier jetzt nicht mit, um jetzt schnellstmöglich diese Dinger zu erfüllen. Oder nicht mehr. Am Anfang habe ich das vielleicht gemacht. Ich spiele jetzt tatsächlich mehr auf Wirtschaft und ein wenig auf Logik und auch ein wenig auf Symmetrie. Wobei das hier Ding natürlich völlig katastrophal schlecht sitzt, aber macht nichts. So, hier wird Stahl produziert. Es sind sehr wenig Leute drin, aber wir machen immer noch Plus, aber nicht mehr viel. Warum? Ja, ich hatte den Hafen hier umgebaut und das hat mir ein paar Linien völlig durcheinander geworfen. Ach ja, genau, da muss ich nochmal tätig werden, weil hier, das funktioniert im Moment sowas von schlecht. Ich muss das ändern. Ich muss es dahingehend ändern, dass ein Schiff nur entlädt und zwei Schiffe entladen und eins belädt. Das kann ich aber gar nicht machen, das heißt, ich muss eine separate Linie bauen. Ne, zwei entladen und eins belädt. Ja, so habe ich gesagt. Ne? Das heißt, ich muss eine separate Linie bauen, sonst ist das... Alternativ wäre natürlich, wenn ich ein größeres Schiff zum Beladen nehme. Aber hier läuft es im Moment auch nicht so wirklich gut. Ne? Der bringt aber, glaube ich, jetzt Öl. Ja, ja, ich hatte durch diesen Umbau von den Häfen, weil ich hier den Hafen umgebaut habe, wurde hier einiges durcheinander geworfen. Zug, okay, der fährt immer noch ein bisschen Plus rein. Wie ist denn hier der Zustand überhaupt? Mittelmäßig, okay. Wie schnell fährt er? 76, okay. Gar nicht so schlecht, ne? Warum lagern hier eigentlich Rohöl? Wieso nimmt er eigentlich Rohöl mit zurück? Öl? Hä? Was ist denn für ein Käse? Wie kommt denn hier eine Öllinie zustande? Ah! Okay, ja. Große Frage, obwohl kann er ja weitermachen. Kann er ja machen. War kein Problem. Nur wirft er das Zeug hier weg, ne? Das ist der Nachteil. Wir sollten dann eventuell hier ein zweites Fahrzeug dazusetzen. Denn der kommt ja jetzt schon gleich wieder und wie mir das Öl nachher hier fehlt, ne? So, was macht denn der? Der soll eigentlich Stahl fahren. Ne, Steine soll er fahren. Oh, ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Wir haben wieder Kohle. Da ist wieder einer dazugekommen. Aber hier werden irgendwie keine Steine produziert. Da ist irgendwo noch ein Fehler. Weil die soll eigentlich Stahl liefern. Und die Steine sollten produziert werden. Aber ich sehe noch keine Abnehmer. Also ist irgendwo noch ein Fehler in der Linie.
So, der soll Steine aufladen und der ist ja verbunden hier. Ich wollte gerade sagen, wieso ist denn der nicht mehr verbunden? Das gibt's ja gar nicht. So, der soll Stahl nach zur Baustelle fahren. Stahl läuft im Moment nicht wirklich gut. Das ist immer noch im Plus und ist gar nicht mal so übel. Das auch. So, der fährt jetzt wieder das Eisen hier hoch. Hier lagert Stahl. LKW Steine Bukarest, ja. Die Linie steht und die laden auch Stahl und das ist auch falsch. Die liefern den Stahl hier hin, was ich gar nicht haben will. Ne? Genau, das ist das Problem. Ich muss denen hier sagen, dass sie dann hier keinen Stahl abnehmen sollen. Die Steinelinie. Das ist mein Problem. Ist zwar gut und schön für die Linie. Oberbukarest, die sollen hier ausschließlich Steine nehmen. Nichts laden außer Steine. Ne, nichts Marmor, Steine. Marmor, Stein und Eisen. So. Denn das Stahl soll natürlich hier rüber gehen, was nicht funktioniert. Der wartet da drauf, ne? Und der hat jetzt mal gerade 4 mitgenommen. Ja, das kann ja nicht funktionieren. So, jetzt wäre es natürlich gut. Hier ist ja jetzt gar nichts, ne? Schiff. Aha. Schiffsteine Bukarest. Schifferzfabrik. Ja, die sind natürlich jetzt. Der hat Stahl geladen. Mal gucken, was er damit macht. Erstmal nix, weil der nämlich. Ah, das ist ja auch blöd. Raffineriehafen. Da liegt keine Linie an. Dann wäre es ja besser, wenn die Linie hier anlegen würde. Habe ich überhaupt eine Anlegestelle hier? Ja. Terminal 1. Das wird der jetzt wahrscheinlich wieder nicht raffen, ne? Das Schiff kostet mal richtig Geld. Hier kommt auch offensichtlich zu wenig. Die Frage, soll man das überhaupt noch hier machen, ne? Oder wir übersättigen das Ganze mal hier ein wenig. Aber 42 lohnt sich auch nicht unbedingt jetzt noch ein LKW, ne? Der hat 21, ne. Da kommt der nächste, wieder 21. Ja, Alternative wäre, einen zweiten Zug hier einsetzen, damit das hier schneller geht, ne? 43, okay. Und hier unten muss ich gucken. Das funktioniert auch nicht, ne? Ja. Sollte ich vielleicht mal zuerst machen, weil der hier wartet jetzt hier auf
darauf, dass der hier wegfährt, ne? So, ich habe doch hier noch ein Terminal. Da werde ich wohl noch ein Güterterminal der dran bauen wollen. So, gut, das Schiff fährt jetzt. Wo fährt denn das hin? Läuft alles nicht wirklich gut. Konstanza Hafen. Will ich dann auch auf Terminal 1 legen. Dann legt das zumindest mal an. Und das dann wahrscheinlich auch, ne? So, und da würde ich hier eine neue Linie machen. Eine, die nur die Mazda holt. Sonst wird das, dauert das alles, funktioniert das alles irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich geht es einfacher, aber. So, Konstanzer Hafen. Ich muss den mal anders nennen. Das ist ja verwirrend. Nee, das war ja nicht so viel. So. Frage ist, wie mache ich das? Was mache ich jetzt? Soll der hier das Zeug einfach nur abholen? Linie 2. So, Schiffplastik, Herzfabrik ist eigentlich falsch, oder? Nee, ist tatsächlich falsch. Es sei denn, ich setze die anderen beiden da drauf. Ja, es geht auch zu langsam. Hier einfach zu wenig Öl kommt. Ich muss die Linie jetzt erstmal aufbessern hier. Das wird ein wenig dauern. Kleinen Moment. So, es hat keinen Sinn. Ich muss hier diese Ölquelle auch anzapfen. Da kommt eindeutig zu wenig. Und das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Kopfgüterbahnhof. Aber auch das werden wir lösen. Der war zu kurz. Mist, habe ich nicht aufgepasst. 160 Meter werden wohl nicht reichen. So. Ist okay. Und direkt ein Hauptgebäude dran ballern. So. Und ein Parallelgleis. Machen wir hier eine Einbahnstraße. Der fährt hier runter und hier hoch. Und wir ziehen hier ein Parallelgleis weiter. Thank you.
produzieren so wenig Öl. Da kommen wir nicht weiter. Ne? Ich ziehe das mal eben fertig. So, muss ich natürlich den Bahnhof hier auch noch etwas aufpushen, damit die beiden Züge hier sich nicht irgendwie in die Quere kommen. Und muss natürlich weiter oben noch Signale setzen. Der hat jetzt auch wieder Öl mitgenommen, ne? Ja, war nicht so viel, aber hier geht es jetzt wieder ans Arbeiten und hier füllt sich jetzt... Ja, der Steinedampfer hier, der war völlig unnötig, der bringt miese, aber gut. So, Arbeitskräfte sind tatsächlich fertig. Stein abholen läuft auch. Ach, guck. Da tut sich ja mal was. Da liegen noch 23 und der ist wahrscheinlich... Ne, das ist er nicht. Ziel Wohngebäude. Ach, guck mal, der fährt jetzt da nach Hause, ne? Was ist hier los? Stau, warum? Mal die Linie ändern, Linie verwalten. So. So nicht, meine Herren. Boah, der fängt langsam an, Steine zu laden. Stein abholen. Ja, die müssen dann mit Sicherheit noch weiter transportiert werden. Und schon bin ich wieder von meinem Plan weg. Ich muss hier die Linie erstellen. So, hier läuft alles schön prima. Und hier habe ich natürlich jetzt ein Problem gebaut. Ah, das könnte ich aber ganz leicht umgehen, indem ich den Zug... Also egal, komm. Wir stellen hier ein Signal hin, dann ist gut. Soll der hier kurz warten, bis der durch ist? Der soll kurz warten, bis der durch ist, für den Fall, dass sie sich begegnen. Weil hier hoch kommt noch mal keiner. Für den Fall, dass einer hochkommt. Keine Ahnung. So, da brauchen wir trotzdem eine neue Linie und da lassen wir die mal laufen. Die bringt ja dann auch Kohle. Neue Linie, habe ich gesagt. Neue Linie. Zug. Zug. Oh, Öl. Raffi. So, Zugrohöl nach Raffi. Ah. Es könnte zu eng werden hier, ne? So, damit der auch möglicherweise gleich auf das richtige Gleis fährt. Hier eine, bauen wir hier noch ein Kreuz ein, sicherheitshalber. Aber der fährt eigentlich auf das richtige Gleis. Es sei denn, er hätte das nicht automatisch richtig gemacht. Linie verwalten. Na gut. Na gut, dann halt. So, ja. Er hat es natürlich nicht richtig gemacht. Gut, dann bauen wir einen Zug. Ich hätte gern Diesel. Ich weiß gar nicht, ob ich die Dings da elektrisch... Oh, habe ich einen neuen?
Der ist ja. Gut, der hat mehr Zugkraft, dann nehmen wir den. Immer noch mittelmäßig. 30 Millionen, ach so. Ist doch ein Scherz. So. Ja, ich weiß warum. Übliche. Nee. Dahin. Und das wird jetzt wieder eine Weile dauern, bis das greift, aber ich kriege dann auf jeden Fall. Okay, hier soll dann natürlich warten, bis er voll ist. Den hier verwalten. Und hier soll er vor allen Dingen nichts laden. Macht er eh nicht, weil ich habe ja die Dings gar nicht drin, kann er gar nicht laden, ist aber egal. Hier muss er warten, bis er voll ist. So, es geht auch schon los. Genau, kann er erstmal hier hochfahren. Da hätte ich wohl ein Depot bauen können. Und fährt er jetzt doch auf die Linie, auf die... Da vielleicht. Ah, da laufen die sich doch im Weg rum. Ah, der wartet jetzt hier bis wegfrei, ne? Oder? Ne. Wieso fährt denn der jetzt doch hier rüber? Das ist doch blöd. Warum nutzen wir jetzt das Gleis? Quatsch. Muss ich korrigieren. Kleinen Moment. So, kleine Änderung. Soll ich denn das hier so kompliziert machen? Zwei Züge, zwei Linien, zwei Wege. Zack. So, und der hier kann dann von mir aus die Stadt hier noch versorgen. Mit einer geringen Menge. Und jetzt sollte das laufen, ne? Irgendeine Linie meckert noch. Zug 1. Kein Weg. Ja, der braucht jetzt einen Schubs und dann geht's wieder. So. Genau, und der auf der Linie fährt, der kriegt dann noch von mir aus die Haltestelle hier dazu, und zwar von der Raffinerie nach da. So, soll aber in der Raffinerie nur ein klein wenig laden. Ich brauche das Öl da unten am Hafen. So. Genau. Jetzt geht das auch gleich wieder deutlich besser. Schifferzfabrik. Schifferzfabrik. Was macht denn der? Auf jeden Fall macht er Plus, ne? Schiff, Erz. Ah. Okay. Stahlwerk. Bukarest Stahlwerk muss das heißen, sonst ist das verwirrend.
Warten wieder eine ganze Menge Leute. 50, das ist okay. Ja, hier muss ich was ändern, weil das klappt hier gar nicht gut. Ich brauche hier ein drittes Terminal, glaube ich. Ach so. Okay. Die warten auf die Arbeiterbaustelle, ne? Ja. Da würde ich aber sagen, da brauchen wir jetzt keine vier mehr. So, ist das hier jetzt alles soweit okay? Ja, ist minimal zu klein, der Bahnhof, aber Transport 0%. Wieso das denn? 400. Aber der muss jetzt, glaube ich, noch mal fahren, dass er das rafft, ne? Okay, Steine läuft so langsam, aber sicher, aber gut. Gleich kommt jetzt sowieso wieder ein Hammer, wo ich muss alles abreißen. Ne? Oh, 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 was ist denn hier los? Dass so viele da jetzt plötzlich wieder runter wollen, dann müssen wir hier was tun. Bei 156. Arbeiter 17, okay, das läuft. Naja, ihr seht, ich kümmere mich jetzt nicht nur um die Dingens. Ja. Sondern auch um das ganze Zeugs. So, also diese 58, das sind diese 58 Steine abholen. Das sieht gut aus. Der bringt das zurück. Sieht auch gut aus. So, der wartet darauf, dass er da anlegen darf. Der fährt Plastik spazieren, aber sehr wenig. Der fährt Plastik holen, ne? Nee, das ist eigentlich... andersrum, ne? Die Linie heißt verkehrt. Die Linie muss ich ändern. Erz. Erztausch nach. So, ich glaube, das ist verständlicher. Ja, der holt hier nur ab. Schiff, Erztausch, genau, der holt nur ab. Und die bringen. So, da muss ich dem aber auch sagen, dass der hier gar nicht warten braucht, ne? Nix, 60 Sekunden warten. Wofür? So, und der soll hier nur entladen. Genau. Der andere nimmt das Zeug einfach. Da könnte man theoretisch dann noch einen zweiten draufsetzen. Es ist etwas blöd gemacht. Der könnte jetzt auch einen Teil mitnehmen, ne?
Also ein bisschen was könnte er mitnehmen. Er bringt ja immer wieder mehr und einfach nur laden, wenn vorhanden. Ohne Limit. Da wartet er zwar immer eine Weile. Ist, glaube ich, nicht so ganz logisch, was ich hier mache, weil der das hier ist. Lade, wenn vorhanden. Ah, ich glaube, ich habe jetzt Blödsinn gebaut hier. Wenn ich mir gesagt hätte, lade, wenn vorhanden. Und sage ihm, er soll dann das Erz laden. Ohne zu warten. Dann lädt er doch so lange, wie es da ist, ne? Muss ich jetzt beobachten. Aber Fakt ist, es kommt hier zu wenig Kunststoff. Das ist mein Problem im Moment. Der wartet auf Dingens und der bringt Öl, hat Öl gebracht. So, und der soll hier das Erz abholen und er fährt das Erz spazieren. Warum? Der soll auch Erz abholen. Oh Gott. Mhm. 65 Rohöl. Steine haben wir gleich. Ach, das reicht schon, wenn der die produziert. Das heißt, er bringt die jetzt. 50 Leute, Bus. Konstanter haben. Da haben wir nur zwei. Wenn wir den mal ersetzen in einen, in so einen. Ich wollte gerade sagen, macht der. Und den auch. Ja, ich weiß, ich wollte mal Trambahn machen. 37. Komm, fahr du mal auf die andere Linie. Weil das mit den Arbeitern da, das ist so wenig. Nur von hier der Seite, ne? Dann sollte ich vielleicht hier hingehen und sagen, er soll hier nicht warten, bis er voll ist, sondern soll einfach fahren. Von mir aus 10 Sekunden warten. Oben, die warten ja unnötig. 72. Wir machen wieder 8 Millionen plus, das ist eigentlich eine gute Sache, ne? So, der hat jetzt richtig Mats. So, die sollten ein wenig Kohle bringen. Der hat nichts dabei und der auch nichts dabei. Fährt hier. Ja. Sollte eigentlich so sein, ne? Okay. Denkfehler. Guckfehler. So, hier haben wir 295, das reicht. 246 reicht nicht ganz. Was kann der hier? Der kann deutlich mehr, ne? Ja, gut. Okay, gleich haben wir das mit dem Stein auch erledigt.
Ja, das hier läuft irgendwie noch gar nicht so wirklich gut. Der Hafen hier ist zu klein. Der wartet auf das Füllen von dem Schiff Plastik Constanza. Warum wartet der hier so lange? Achso. Ja, er wartet darauf, dass hier alles wartet. Wo ist mein Rohöl? Wie viel Öl wartet hier? 178. Der nimmt mit 200. Ja. Wie viel nimmt die hier? Schiffe fangen an, miese zu machen. Das läuft nicht. Warum? Okay, der ist am Aufladen. Der Schiff Bukarest, Erzstahlwerk. Schiff Erz Bukarest, Stahlwerk. So, der könnte ja hier in Konstanza auch laden, wenn vorhanden. Das wäre doch eigentlich egal, ne? Lade, wenn vorhanden. Klar. Der muss ja nicht warten. Der braucht ja nicht leer fahren. Die muss ich hochpushen. Kommt auch jetzt so langsam. Was bringt der? Der bringt gar nichts. Der nimmt das Eisenerz auf, was von da unten gefahren kommt. Ah ja, weißt du, was ich jetzt hier mache? Das hier ist ja alles völlig verwirrend mit dem Zwischenlagern. Da schicke mir die doch hier runter. Sollen ja Zeugs ja selbst abholen. Da kannst du warten, bis sie voll sind und dann wieder hochfahren. Blöde Zwischenhafen der Reiter. Hier lagert jetzt eh nichts mehr. Pass mal auf, dann machen wir das so. Nach Konstanzer Hafen fahrt er hier hin. Holt euer Zeugs. Das andere Terminal aber bitte. Und Konstanzer Hafen schmeißen wir raus. So. Jetzt brauche ich hier aber mehr Rohöl. Ich brauche deutlich mehr Rohöl. Da kommt Rohöl. Könnte die auch Rohöl mitbringen? Theoretisch ja, ne? Warum denn nicht?
Das kann. Wie fährt denn der? Der fährt jetzt von Erztausch. Hoch, lädt ab, fährt hier runter, nimmt hier Öl mit. Ja. Klar. Warum denn nicht? Dadurch wird der Versand hier erhöht. Und die kommt in die Puschen. Sind ja einige, die jetzt da anhalten. Der bringt jetzt wieder und die sind noch am Schaffen, das ist gut. Der fährt Plastik darunter, das ist auch gut. Oh, und der? Was macht denn der jetzt überhaupt hier? Der kann hier eigentlich nichts mehr machen. Den will ich jetzt erstmal verkaufen. Schiff Plastik Konstanza. Ja, der sollte aber jetzt bitteschön hier. Das dauert natürlich jetzt wieder, bis er das gerafft hat, ne? Schiff Plastik Konstanza. So. Ein Linienumbau ist immer so eine Sache, ne? Das soll aber eigentlich. Müsste aber warten, ne? Okay, das wird eine Leerfahrt. Schiff, Plastik und Hans Danzer Erztausch. Okay. Bringt Öl. Erz Bukarest. So, der fährt jetzt. Der hat jetzt kein Öl mitgenommen. Warum hat er kein Öl mitgenommen? Weil das wieder erstmal dauert, ne? Kleinen Moment. Präzision zu vollenden. Hoppla. Grabe den Kanal im markierten Bereich. Sag nur, ich hätte das jetzt schon gemacht. Hier. Okay. Machen wir gleich. Ich will jetzt wissen, warum die Linie hier kein Öl mitnimmt. Konstanzer Hafen. Was machen wir denn da? Konstanzer Hafen.
Wieso kriegt ihr hier kein Öl? Kann das sein, weil der, der Raid her genug nimmt? Was passiert denn, wenn ich das Schiff hier klone? Probiere ich jetzt einfach. Dann nehme ich den die Linie hier wieder weg. Ist schade. Warum? Weiß ich nicht. Das scheint jetzt zu funktionieren. Der fällt zurück. Ja, ich hätte das gerne anders gelöst, aber okay. Hier kriegen die jetzt genug. Naja. Der hier ist gut für die Erzlinie, keine Frage. Machen wir das doch einfach jetzt mal. Lass mal laufen, mal gucken, was abgeht. Das Erz scheint jetzt doch hier zu lutschen. Das müsste doch jetzt hier oben. Ja, Fahrgäste ist der Wahnsinn. Nee, nicht. Bessere Schiffe gibt es gar nicht dafür. Machen wir dich mal frisch, jawohl. Ja, also gewinnen Pharma nach wie vor, aber der Steindampfer, es soll auch Erz mitnehmen, seltsamerweise. Naja, gut, es soll mir recht sein. Die bringen voll den Stahl da hoch, das Erz hoch. Und werden dann nachher hier rüberfahren. Komm, das machen wir jetzt mal. So, mal schön groß das Ganze. Planierungstool brauchen wir natürlich. Nicht ganz billig, aber das wissen wir ja. Wasser anfangen, sonst wird es zu seicht. Ja, da müssen wir gleich noch eine Brücke abreißen, eine Straße abreißen und eine Brücke bauen. Ja, Mods, Mods, Mods. Kriegst du gleich wieder. Keine Panik. So, machen wir schöne einen Ausfahrt. Da haben wir 85.
sehe schon. Ne? Halt. Ah, hier. Hier ist noch zu knapp. Eine Sensation. Der in Rekordzeit vollendete Kanal zeugt von der Genialität unseres Kondukators. Inzwischen hatte Frau Dr. Elena eine weitere gloriose Idee. Ein Programm zur Systematisierung der Quartiere. Ein starkes Erdbeben hat unlängst große Teile der Hauptstadt zerstört. Zeit, die traurigen Überbleibsel dem Erdboden gleichzumachen und eine zukunftsgerichtete sozialistische Stadtarchitektur zu verwirklichen. Ach, ein Gott, Fingerzeig von Frau Dr. Elena bedeutet: Abreißen, modernisieren, zivilisieren. Es gibt viel zu tun. Gut, aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir sind jetzt doch schon fortgeschritten, ein ganzes Stück. Und deshalb bedanke ich mich fürs Zugucken und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, euer Opa Gamer. Ciao.